Gucken wir uns die Felsklippe an. So. Ein Lunasplitter. Da oben ist auf jeden Fall eine Kiste, die will ich haben. Also wenn ich Lunasplitter brauche, weiß ich jetzt, wo ich Vita-Zipfler finde. Nämlich direkt hier. Mega-Potion. Was haben wir hier? Mithril-Erz. Nett, nett. Weil ich es ein bisschen blöd finde, dass Mithril-Erz in so vielen Kisten ist, weil man das kann man auch bei Gegnern bekommen. Wobei, naja, gut, okay, ich gebe zu, dass es ein bisschen scheiße zu farmen ist. Na. Vielen Dank. So. Hallo? Wieso komme ich hier nicht hoch? Danke. Sonst habe ich jetzt hier alles abgegrast, ja. Okay. Der Wasserfall. Mal sehen, habe ich hier noch irgendwas übersehen? Ich mag das Gebiet nicht, weil es so eng ist. Ich hoffe, dass ich es relativ schnell abgrasen kann. Aber mit Fliegen sollte das ja inzwischen schon ein bisschen schneller gehen. Okay. Hep. 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 So. Da hinten vielleicht? Nein. Hier? Nein. Hier? Auch nicht. Okay, sieht so aus, als hätte ich das Gebiet abgekrast. Sehr schön. Herzenshöhle. Da ist noch eine weiße Triotech. Die konnte ich ja das letzte Mal nicht machen, weil wegen Cutscene und dann war ich auch raus aus der Welt. Außerdem hatte ich die weiße Triotech damals noch nicht. Ein Urihalkon, sehr schön. Wieder ein wertvolles Material für Kraftbolzen. Ich glaube, ich kann mir bestimmt noch ein oder zwei bauen, wenn ich damit fertig bin. Halkan farmen ist echt nervig. Das kann ich euch sagen. So. Na, dann wollen wir mal zum Baumhaus. Ich ignoriere euch jetzt einfach mal. Ich habe gerade keine Lust auf euch. Aber hier werde ich die Gegner mal besiegen. Einfach bloß wegen der Ratsplittern. War immer meine Hauptfarmstelle dafür. So. Wo bist du? Da. Ja, Zeit, wenn die mir sowieso nichts mehr antun können. Los, komm, verrecke. Danke. Eh noch eine Runde. Hi. Gut, dann gehen wir zum Nilpferd-Tümpel. Mal gucken. Hier habe ich garantiert auch noch was übersehen. Jetzt, wo ich fliegen kann, kann ich mir das nämlich holen. Da oben.
Ah! Hep, hep, hep und hep. Hi. Kiste. Opti-Gummi. Naja. Hatte mir irgendwie mehr erhofft, aber von mir aus. So, dann gehen wir nochmal zur Lianentour. Tiefer Urwald. Boah, es wird scheiße dunkel gerade bei mir hier drin. Nein, ich habe keine Lust auf Time Attack. Es ist nur so ein... Wie schnell schaffst du es, Zeugs? Okay, das war nicht gerade erfolgreich. Da muss ich lang. Ich will das doch jetzt nochmal untersuchen. Wahrscheinlich ist das sowieso nichts, aber... Versuch macht klug. Ja, nichts. So, und hier ist wie unerwarteterweise nichts. Hier ist natürlich unerwarteterweise ebenfalls nichts. Ach ja. Okay. Nein. Was? Wieso falle ich hier runter? Bin offensichtlich den falschen Weg gegangen. Na gut, dann gehen wir jetzt direkt dahin. So. Ich habe sowieso das Gebiet vollkommen erkundet. Und hier ist... Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich alles abgesucht habe, aber... Naja, wer weiß. Man kann ja nie wissen, ne? Ja, hier war ich. Okay. Dann geht's jetzt weiter zum Baumhaus. Oder Richtung Baumhaus. Jetzt kommt erstmal der Mammutbaum. So. Verwelkte Blüte. Ich weiß nicht, ob es was bringt. Die Blüten jetzt noch zu... zum Blühen zu bringen? Naja, wenn die Herzlosen kommen, schließen sie sich wieder. Aber ich glaube, so viel Erfolg hatte das sowieso nicht gebracht. Einfach nur sinnlos. Oder ist hier noch irgendeine, die ich übersehen habe? Sieht nicht so aus. Na gut, hier ist noch eine blaue Trio-Technik, die ich auf jeden Fall noch nicht gemacht habe. Okay. Baumwipfel. Kann ich hier noch was übersehen? Ja, doch gerade. Ach, eine grüne Triotik, die erkennt man ja nicht. Wow. Gut, Mithrilerz. Da ist der Totenbaum. Da will ich noch nicht hin.
So, Baumhaus. Schauen wir uns hier nochmal um. Hier gibt es auf jeden Fall noch was, was ich noch nicht geholt habe, das weiß ich. Fängt direkt schon mal damit an, dass es da, glaube ich, noch eine Kiste ist. Nämlich genau hier. Mega Potion. Das hat ja ein komisches Geräusch, wenn man hier übers Netz läuft. Richtig widerwärtig. So. Okay. Was war das denn? Ach so, das war einfach nur Fake. Ja, okay, gut. Zu wissen. Oder ist das ein Seil? Müsste man mal angucken. So. Ja, das ist ein Seil. Aber man kann ja nicht erkennen, wohin das führt. Nein! Mich hier noch irgendwie zurück? Nein! Wo bin ich jetzt hin? Willi? Hier hin? Okay, jetzt rennen wir mal ganz schnell wieder zurück. Denn hier wollte ich auf jeden Fall nicht hin. Yeah. Ich das Seil doch später erkundet. Und nicht erst, wenn ich... Könnt mich mal gerade im Arsch lecken, auch wenn ihr gerade ein paar der wichtigsten Items droppt. Ist mir egal. So. Hoch da. Keine Zeit verlieren. Ich verschwende nur wertvolle Zeit. So. Und weiter. Baumhaus Eingang, so. Danke sehr. Was haben wir denn hier für Herzlose? Sind das Pufffungis? Giftfungis? Rarfungis? Pufffungis, glaube ich. So. Ja. Hi. Verpiss dich mal. Du auch. Du auch. So. Oh, hier ist eine Kiste drin, wie unerwartet. Mit Mithril. Bringt's mir irgendwas, dieses Fass zu zerstören? Nee, nur grüne Punkte. Gut. Wo bist du? Ich dachte, ich hätte alle Pufffungis ausgeschaltet. Ach ja. Du kannst dich mal schön verpissen gehen. Ich habe keine Lust jetzt auf euch. So. Dem Ast ist nichts, ne? Nee. Und sonst... ist hier draußen auch nichts. Okay. Von mir aus. Gucken wir mal hier hoch. Habe ich hier schon alles abgeklappert? Weiß ich nämlich mal wieder nicht. Das sieht ganz so aus. Als wäre ich hier schon gewesen. Die übergründliche Osoma.
passiert, wenn ich hier rausspringe? Geht nicht. Na gut. Dann weiß ich aber nicht, ob ich schon auf dem Baumhaus war. In der höchsten Stelle im Dschungel. So. Zeig mal her. War ich hier denn oben schon? Offensichtlich nicht. Gut. Na denn? Das Loch, mit dem ich in dieses, dass ich reingefallen bin. Eine Protera-Kette. Kann ich jetzt vielleicht sehen, was da unten hängt? Nö. Gar nichts. Na gut. Wenn das alles war. Ich meine, in dem Kasten hier ist ja auch nichts drin. Gut, dann würde ich sagen. Auf zum toten Baum. Und dann habe ich alles durch. Rein in den toten Baum und ab zur Urwaldstrecke. Sammle die leckeren Früchte. Insgesamt erhält man 4 neue Strecken. Meistert man alle Winken nützliche Items. Ach du Scheiße, muss ich das jetzt auch noch machen? Okay, das könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ich das auch noch machen soll. Eine versuchen. So. Okay. Da ist noch eine Frucht. Ich will die Termine erhalten. Okay, das scheint sich auf jeden Fall zu lohnen. Sollte es vielleicht tatsächlich mal machen. Aber das mache ich vielleicht später. Ich werde es euch in den Kommentaren offen lassen, ob ich das onscreen machen soll. Die 4 Strecken. Ich müsste halt jedes Mal hochlatschen, dann wieder runterrutschen, wieder hochlatschen, wieder runterrutschen. Ihr wisst schon, was ich meine. So, als nächstes geht's zu Agrabah. In der Zwischenzeit mache ich mal das Licht in meiner Wohnung an. Ist ja hier stockfinster schon. So. Hier gibt's auch noch eine Menge Schätze, die ich übersehen habe, das weiß ich. Schließlich habe ich die Wunderhöhle ja nicht komplett durch. Außerdem zum Beispiel hier ist noch ein Schatz, den ich mit einer grünen Triotischambe holen kann. So. Öffnen. Kraftbolzen. Oh, danke. Sowas mag ich doch. Truhe. Kraftbolzen. Angriffskraft gesteigert. Das ist meine Lieblingsworte. Das höre ich so gerne. Angriffskraft gesteigert. So. Die sind auf jeden Fall schon One-Hit. Der ist fast One-Hit. Wobei ich nicht weiß, ob man den One-Hitten kann. So. Gucken wir uns mal an, ob ich hier jetzt überall hinkomme. Okay. Ist
hier sonst noch irgendwas? Okay, Aladins Haus. In Aladins Haus ist jetzt der Teppich, das weiß ich. Ja, ich weiß, du regst dich total auf, weil wegen Zeug und so. Ah, auslösen. Was macht das denn? Irgendwo hat sich ein Tor geöffnet. Na super. So, das mit dem Teppich mache ich später. Das ist einer der Secret-Bosse. Das muss echt nicht sein, dass ich mir das jetzt antue. So, ich frage mich gerade, ist das Tor hier oben aufgegangen? Ja. Okay. Lagerhof. Hab ich hier irgendwas übersehen? Okay, ich glaube, ich kann nämlich Magier auch inzwischen one-hitten. Oder auch nicht. Sehr schön. So. Okay. Orkus-Kristall. Da oben geht's noch weiter? Nee. Kommt man nicht hoch. Schade eigentlich. Ich sah nämlich echt gerade so aus, als wäre es da oben noch was Geheimes. So. Gut. Auf zur Hauptstraße. Ich nehme an, mit dem Schlüssel habe ich jetzt das hier geöffnet. Können wir gleich mal sehen. Hier irgendwas Besonderes? Ah. Yep, das ist dieser Eingang. So. Da oben ist noch eine Schatztruhe. Ich wusste, dass ich noch was übersehen habe. Schutzgummis. Ist noch eine Schatztruhe, die ich nicht öffnen darf, weil Mr. Herzloser jetzt meint, er muss sich aufdrängeln. So. Da hast du drinne. Mithril. Gut. Was wollt ihr denn eigentlich? Seid doch sowieso nicht mir gewachsen. Bin inzwischen viel zu mächtig. So. Ich sag mal, geht's noch? Ich hätte gerne meine Ruhe. So, das war Aladins Haus, ne? Ja. So, das war auch Aladins Haus. Genau. Hier war ich noch nicht.